Mario versus Luigi, das Finale. Ich glaube, jetzt wird hier wieder gefightet. Geile Scheiße, ey. Ja, dieser Fall wette ich kein Geld, weil ich habe bis jetzt immer verloren. Ich verwette einfach mein Geld, die Taube hat. Die Taube wird gewinnen. Wäre aber irgendwie cool, wenn wir irgendwie so zweidimensional alle leben würden. Also stellt euch mal vor, so, wir können nur nach links und rechts. Also da wird Autofahren ja voll schwer, ne? Wenn man nur nach links und rechts sich bewegen kann. Wie soll man da Auto fahren? Weil da steht ja irgendwann ein Haus im Weg. Ach nee, Sachen. Kein normaler Mensch stellt sich solche Fragen, außer ich. Ich bin ja auch kein normaler Mensch, ich bin eine Giraffe. Nee, noch mehr von Luigi. Oh, guck mal. Luigi kann sich in den Globus, na, nicht ganz Globus, weil stimmt nicht ganz, weil wir haben nicht nur ein Kontinent, ne? Wir haben mindestens 12. Die Musik geil, die hat irgendwie was. Stellt euch mal vor, hier gibt es so einen Schiedsrichter und er müsste die Treffer zählen. Ja, Heidewitzka. Also ich würde an den ersten Tag, würde ich gleich kündigen, würde ich sagen, hier macht den Scheiß selber. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß hier. Ne, bist du bei 12 Treffer, ne? Und in Wirklichkeit waren 12 Millionen, ne? Bisschen daneben. Wichtige Punkte. Mau hätte da mal ruhig ausweichen können, ne? Übrigens, also, ne, was gerade Luigi gemacht hat, stellt euch mal in eine Bahn oder irgendwo, wo gerade viel los ist und dreht euch einfach mal so, ne? Ihr könnt damit 1,50 Meter definitiv erst mal Platz machen und die Leute neben euch werden es euch auch danken. Gut, ihr werdet danach ein bisschen windelweich geprügelt, das ist immer der Nachteil, aber ihr habt Platz, ne? Mit jemand zu Mario, und dann passiert das mit euch. Braucht aber auch immer so lange, Mensch. Weekend, Luigi. Ja, und jetzt zähl mal die Treffer. Jetzt zähl mal wer das schafft, ne? Wer das schafft, die Treffer hier zu zählen, ne? Der hat einen Orden verdient. Jetzt zählt da mal, wenn das ein echter Kämpfer, zählt da mal die Treffer, ne? Also ich würde genauso kämpfen beim Boxen. Ich würde nie hier nach vorne, ich würde mich einfach ganz schnell drehen und die ganze Zeit so, ne? Und immer näher zu denen. Das ist so eine Taktik von mir, die nennt sich der Spinne Spinner, ne? Und ja, zählt da mal die Treffer, ne? Mario sieht eher krasser, Mario sieht eher so, als hätte der 3 Jahre kein Sonnenlicht mehr gehabt, ne? Richtig geiler Typ.
aber ein Stern, wenn. Ich finde das ja immer noch mega geil, ne? Mega geil animiert, ne? Also, das muss man wirklich sagen, ne? Also, das ist wirklich besser animiert als mein Leben. Ist einfach so. Ist Fakt. Akzeptiere es einfach. Ui, der Pilz ist schimmelig, den würde ich nicht mehr essen. Oh, ich glaube, jetzt ist es Metal Gear Solid. The Rock, Dwayne The Rock schon, die Gonne. Das, also, man hätte sich eine andere Form ausruhen können. Das sieht eher aus wie so. Für Leute, die sich immer selber verletzen, wie so ein Schutzhelm. Ne? Das ist, sieht, könnte ich nicht mal ernst nehmen. Ich würde mich dann so totlachen. Ich würde meinen Gegner einfach auslachen. Ich könnte dann nicht mehr. Also, wenn so einer mit so einem Helm kommen würde und der wird dann ernst genommen werden, da würde ich sagen: Hier, wie soll ich denn dich ernst nehmen, Mann? Guck dich doch mal im Spiegel an. Oder nee, mach lieber nicht. Oh, das ist viel Damage. Aber wisst ihr, was ich so ein bisschen schade? Was geil lustig gewesen wäre, wenn hier oben so die Damage-Anzeige angezeigt wird, ne? Wie viel die schon Schaden genommen haben. Bei mir ist mein Schaden schon bei 1 Million, ne? Aber bei denen ja nicht. Also, schwierig, ne? Meru hat nie mit Fernmitteln gekämpft, ne? Luigi hat mit Fernmitteln gekämpft. Ja, der hat in meinen Augen hat wieder die Taube gewonnen, ne? Ganz einfach, die Taube hat gewonnen. Ihr vergesst immer überall die Taube, aber die Taube hat einfach gewonnen. Die war da. Ich hab sie doch gesehen. Wenn ihr die nicht gesehen habt, dann tut mir leid, dann müssen wir zum Arzt gehen, aber da war eine Taube. Ne? Die Hildegard. Die hab ich gesehen mit meinen eigenen Augen. Soundtracks, Ressourcen, New Grounds und YouTube. Ja, wir Creator haben nämlich so eine Bibliothek, ne, wo man kostenlose Creator-Musik downloaden kann. Ich glaube, da kommt da jeder drauf, nicht? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube aber, da kommt jeder drauf. Auch nicht Creator, oder? Ja, doch. Das war der Roboter. Ja, nee, fand ich ein bisschen ungerecht von Mario. Der hat halt nicht fair gekämpft. Und wäre ich jetzt Jiri, würde ich den Mario disqualifizieren. Auch für den, allein schon für die Mütze. Also für den Hut, für den Helm. Wo war denn der nochmal? Ja, nee. War doch irgendwo hier, Mann. Ich will den Hut nochmal sehen. Ich glaube, ich spinne. Ja, irgendwo hier. Was doch hier? Jetzt sieht man das doch gleich. Oder? Wie soll man das so in. Sorry. Ne? Ich hab irgendwo mal eine Reportage gesehen. Also, da war die Mutter.
die war da so eine überfürsorgliche, also die, das war auch eine Krankheit. Und die hat wirklich, also ungelogen, ihr Sohn, ich glaube, der war 5 oder so, keine Ahnung, und der saß hinten im Auto. Wir reden jetzt von Auto. Und der hat einen Helm getragen. Der hat ohne Scheiß einen Helm getragen. Was bringt der Helm? Wenn du mit 160 Sachen irgendwo gegendonnerst, da wird der Helm auch nicht mehr viel helfen. Ne? Also da kannst du 50 Helme tragen, die werden dir nicht mehr helfen. Ne? Du kannst auch so einen Idiotenhelm tragen, ne? Der wird dir nicht helfen. Der wird zwar deine Ohren schützen, der wird deine geistige Dummheit vor anderen bewahren, aber der wird dir selber nicht mehr helfen. Du bist Matsche. Du bist dann Kartoffelsalat. Gell? Kartoffelpüree eher. Bist ein Matsche. Ne, der bringt der. Ne, also ich, junge Dame, wenn Sie das Video sehen sollten, was Sie nie machen, ich weiß, aber sollten Sie das mal sehen, der Helm im Auto, ne, bringt nichts. Also, ich will mal wirklich sehen, wenn mit einer Puppe, ne, mit so einem Dummy, der einen Helm hat. Und man fährt mal mit einem Auto dann gegen eine Säule. Da wird der Helm nicht mehr helfen. Ne, aber ey, hey, ich bin ja ein Unwissender. Ein unwissender, allwissender Erzähler, ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wer hat in euren Augen gewonnen? Also, da hier war ja schon ziemlich so, na, nie alles mit dem rechten Ding, ne? Da muss ich einen Rechtsanwalt, Herr Solmecke, mal durchschauen lassen, wie er das bewertet. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Guckt unbedingt das Original wieder an. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Habe ich schon gesagt, aber ey, geil, Mann. Zweimal reicht, ist geiler. Haut rein und tschüss.